So Leute, es geht weiter mit One Piece Gun Battle. Ja, wir sind hier fast beim Boss. Endlich. Wer der Boss wohl sein mag, könnt ihr euch schon gut denken hier. Ich meine Unterwasserlevel und da habe ich vorhin am Anfang, ich weiß nicht, da habe ich glaube ich gegen Hody und dies und das gekämpft, gegen ein paar Fischmenschen und das hier Unterwasserlevel. Ja, Unterwasser kann man jetzt nicht direkt sagen, aber oder war das so? Bevor ich eingetreten. Na, egal. Auf jeden Fall. Ja, wir sind hier jetzt bei der Station und Überschrift. Wiedervereinigung mit alten Freunden. Wir sind ein Gegner. Mission ist. Okay, das ist schon. Okay, das ist. Ja, ihr seht in 20 Sekunden und ja, hier bin ich schon mit Ruffy und Brooke. Automatisch. Blum, falls ihr es jetzt gehört habt. Okay. Ach, das hier. Okay, ich bin overlevelt. Habt ihr vielleicht gesehen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich vorhin niedriger war oder keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe ja einige Sachen gemacht. Shit, will ich nicht nur schützen oder was? Da mache ich ihm so Schildbrecher. Fans. Okay. Ah, das ist der alte Brook. Das war ein Versehen. Das habt ihr jetzt nicht einfach ignoriert. Das war schön. Okay. Okay, ich mache einfach das hier. Das ist automatische Schildbrecher. Okay, jetzt. Das Schild wurde nicht gebrochen, weil ja, er hat ja kein Schild aktiviert. Nein, 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 ich will ihn besiegen. Jetzt im Hitzemodus. Schön. Tolle Wurst. Ja, typischer deutscher Spruch. Wie man so sagt. Aber jetzt ist er auch weg. Ja, leider habe ich die Mission nicht erfüllt. Das soll ich auch vielleicht aufs gemacht, aber ich denke eh nicht. Hier kann ich nur, nur ein Bild bekommen, von daher. Oder halt was anderes. Aber ich habe eh schon gesehen, dass es ein Bild ist, von daher kann ich ja schon mal. Ja. Habe ich euch jetzt verraten und. Ja. Und Level 104. Boah, das ist echt hoch, ehrlich. Ich sollte mal nicht. Oh, ich kann das überspringen, wenn ich will. Okay. Aber nee, das machen wir mal nicht. Wir machen erst das hier. Tiefer See Tresorenjagd. Ja. So wird's genannt. Also ich soll mehr Tresore. Also nein, Truhen. Oder. Ja, ich glaube, die meinen auch vielleicht solche Fässer oder Kisten. Auf jeden Fall soll ich mehr kaputt machen als mein Gegner und. Oh, okay, Mission. Ja, ihr werdet hier sehen. Ja, mit Brook gewinnen. Da ist natürlich für uns Geld bedeutet. Money, Money, Money. Für Money Boy. Ja, sollten wir mal mit Brook machen. Und ja, sagen wir einfach mal neu nehmen. Wir nehmen einmal Magellan. Dann. Ja, Buggy mag ich überhaupt nicht. Kit. Und dann noch. Den alten Brook. Hä? Doppelter Brook? Keine Ahnung, was das für eine Fähigkeit ist oder wie der Name ist, aber. Ja, yeah, so ist es jetzt halt. Ging. Okay. Ach stimmt ja, ich soll ja die Trunke. Ich dachte, ich wollte gerade auf die los, aber. Bam. Ja, ich mag dieses Geräusch. Und vorhin, das war nicht lange her, so vielleicht, ich sag mal vor halbe Stunde, habe ich auch. Hä? Ich hab's doch kaputt gemacht. Indirekt. Na egal. Dann heißt es, die muss ich vernichten. Bam. Und zack. Boah, wie viel hat's abgezogen? Echt viel. Okay, ja, ich habe nicht so gut wie gewonnen. Ich meine, ich habe die einen schon besiegt. Hier, fang ins Spiel, lass uns fangen ins Spiel. Boah, was für eine Reichweite. Ja, jetzt wird's langweilig. Ihr könnt ruhig vorspulen, wenn ihr wollt, aber es wird langweilig. Ja, ich meine, die Gegner sind besiegt. Na, aber ich will nicht, dass sie vorspulen. Ich meine, ja, ich habe hier was Interessantes zu sagen. Eigentlich nicht, aber... Ja, okay, interessant. Auf jeden Fall habe ich vorhin eine Kritik bekommen. Schon eine sehr direkte Kritik. Nicht die, ja, es war schon gut und dies, aber nein, das war dies. Diejenige ist sofort auf den Punkt gekommen. Zum Sinne von, ja, du versprichst dich, du beendest deine Sätze nicht. Du schluckst einige Wörter. Ich meine, okay, das, ich kann's. Ich sag mal so, es stimmt. Ja, ihr seht, jetzt habe ich mal das wieder nicht beendet von vorne. Aber das ist so halt typisch bei mir. Ist nicht so, dass ich, das jetzt so absichtlich mache oder so halt. Naja, eigentlich mache ich es ja absichtlich. Ist ja so halt, dass ich das. Ich weiß, dass ich den Satz unterbrochen habe, aber trotzdem. Lass ich nicht dabei. Ich sag dir, oh nein, 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 ich meine, ich rede nicht um den Heißmäuse, sondern ich klatsch einfach drauf. Ja, kein Bitchstep, Leute, keine Bitchstep. Kein Bitchstep. So, ja. Zu der nächsten. Ist das die überhaupt? Nein, ich habe mir es nicht aufgeschrieben. Hä? Das ist komisch. Okay.
Ah doch, das ist hier. Aber das wurde irgendwie falsch aufgeschrieben. Hier steht Level, Kampflevel 3, 69, aber hier steht auf dem Bildschirm 73. Ja, war wohl ein Versehen. Gegen die Giftpiraten, wie sehe ich dein Gegner? Mission ist, ihr seht, 75% das sind, und HP, was kann das so bedeuten? Ist ja klar. Wenn nicht so, schreibt ihr unter den Kommentaren und ach. Ja. Kann jeder wissen. Welchen, wen sollen wir nehmen? 9. Stimmt, wir haben ja gar keine 9. Doch, ich glaube, jetzt habe ich ja noch gar nicht geschickt. Oh, ihr wisst nicht, als ich vorhin bei dem, wie hieß, aber. Ich habe euch ja gesagt, wo ich 1 gegen 1 spielen kann und, oh, Moment. Ja, einfach so. Wo ich 1 gegen 1 spielen kann. Da habe ich oft mit Sanji gespielt. Ich weiß nicht, also. Stimmt, ich kenne den Grund wieder. Weil ich ja, Kampflevel. Also, Level 4 Stern habe für ihn. Ja, also Level halt, ja. Und da dachte ich mir, okay, ja, dann würde ich halt mehr Geld bekommen. Umso niedriger sind, umso mehr bekomme ich. Aber das Blöde war, ich habe so oft gefällt, ehrlich. Ach du, Sanji, ich hasse dich, ehrlich, ich hasse dich langsam. Du und deine Spezialattacke. Geheimangriff, genau, sein Geheimangriff eher der Grund. Weil, wenn sie einen Support. Und ihr seht, hier zum Beispiel, das schnell unterbrochen mit einer normalen Attacke. Ja, zu deinem Geheimangriff, was ich sagen wollte, ja, ich versuche meine Sätze jetzt immer zu beenden, nicht zu vergessen. Dass, wenn sie einen Support greift, also, ich hoffe, ihr kennt meinen Geheimangriff. Falls nicht, ja, ich kann das euch noch gleich mal zeigen. Das ist so, wenn ein Support davor ist, vor dem, dass er dann den, die Attacke, so gesagt, einsteckt. Das ist echt blöd, wenn ich sein, weil eigentlich ist die Attacke wirklich sehr gut. Erstmal Schildbrech und dann kommt die wahre Attacke. Ihr seht zum Beispiel, oh, das wollte ich gerade machen. So, jetzt zum Beispiel. Ihr seht, erstmal greift den Gegner, Moment, mit dem Fuß, ja, mit dem Fuß kann man greifen und dann zack. Und wenn Support-Charakter vor den ist, dann kann man halt sehr, eigentlich so gut wie, gar nicht treffen. Das ist echt blöd halt, das ist ein bisschen blöd an der Geheimangriff, aber naja, kann man nichts machen. Ey, hau nicht ab. Boah, gut einkalkuliert, wo er jetzt hinkommt. Ich glaube, ich will ihn mit einem Spezialangriff besiegen, denn, hey. Ja, okay, da er seine Spezialangriff eingesetzt hat, hat er noch 2 GP gehabt und keine Zulust. Ah, ich hab voll vergessen. Na egal, ich habe hier mein Bestes gegeben. Von daher, wenn ich es im Hinterkopf hätte, ja, mehr Geld für den Moneyboy. Und hier kann ich mehr Sachen erwärmen. Nein, was war das nochmal? Das war halt, dass ich was bekommen habe. Es kann auch sein, dass ich mehr Sachen erwärmen kann, aber nee. Und ja, wir sind jetzt ja nicht beim Boss. Ja. Die tollen, wie heißt nochmal? Einigung? Verdammt, ich hab das Wort vergessen. Ehrlich, das Wort habe ich noch nie gehört. Ich habe es nachgeschlagen. Gib ich mal zu. Na egal. Besiege deinen Gegner und gewinne mit einem Chichibukai. Irgendwie so, ich kann es nicht über. Also, einer der 7 Samurai. Das ist damit gemeint. Einer mit dem 7 Samurai. Okay, wem soll ich nehmen? Ich kann Jinbei nehmen, ich kann Falkenauge nehmen, ich kann Flamingo nehmen, ich kann Sir Crocodile nehmen. Ja, wird glaube ich immer noch als. Ja, ob das immer noch Geld als 7 Samurai, weiß ich nicht. Ich glaube. Könnte sein, nein, aber. Ich finde nicht viel und ich nehme mal Flamingo, mit denen habe ich auch alle 3 Spezialattacken halt gekauft. Bevor wir den 7 Samurai Bonus nehmen wollen. Ja, nehmen wir mal. Einmal so. Ich hasse es, wenn man wieder zurückgeht. Halt, das ist immer so, die Spotlight, die ich vorhin genommen habe, werden dann automatisch halt gewählt. Ihr seht jetzt, als letztes habe ich, weiß ich gar nicht mehr, wem ich vorhin genommen habe. Ich kann erstmal, probieren. Und ihr seht, am Schluss habe ich halt. Habe ich am Schluss noch genommen? Ja, doch. Und ihr seht, dann kommt er automatisch, weil er denkt, dass ich nochmal. Also das Spiel denkt, dass ich die nochmal nehmen würde. Weil halt bestes Team und ja, aber das ist manchmal blöd sowas. Oh ja, Flamingo ist gut. Kontakt ist immer gut, wirklich. Ja, du. Wie ist nochmal? Holy. Und dann noch unser, Wie hieß er nochmal? Ich kann mal schnell nachschlagen. Pfannerdecken, genau, Pfannerdecken. Ich wollte gerade nachgucken, ich hatte das Textdokument vor mir und ja, bevor ich nachguckt habe, habe ich es noch gewusst. Wirklich, das war's. Falls ihr mir nicht glaubt, ist eure Sache. Ich weiß ja, dass ich die weiter. Oh, abhau. Ja, so. Ich weiß nicht, warum ich mit einem 7 Samurai gewinnen soll. Egal, Verteidigung für mich, ja. Oh, ich hasse es gegen Zeit, ehrlich. Greif ich an. Hä? Was ist das? Greif ich an. Ein bisschen früher könnte es nicht sein, oder? Ja, meins. Oh, da. Lockpot, ja. Ja, Combo. Den nehme ich mir erstmal vor.
Oder? Ja doch, ich muss schon. Und. Nein! Das nennt man einfach nur Pech. Einfach nur Pech. Das ist echt blöd. Ehrlich, hast du sowas? Schnell essen nur ein bisschen. Ja, Kotelett. Oh. Was ist das? Oh. Ich bin, glaube ich, mit dem unbesiegbaren Modus. Deshalb kann er mir auch nichts anhaben. Ja, doch. Okay, das ist gut. Ja, er wirft mit Items und mit Menschen. Ja, ihr seht. Ja, ihr seht, dieser Hodi kann so viel seiner, Steroide, ja, nennen wir die einfach mal Steroide. Ich glaube, nennt man die auch schon? Weiß nicht. Auf jeden Fall, also im Anime, keine Ahnung, wie die den haben, vielleicht haben erfunden haben oder so. Auf jeden Fall, die kann das auch einsetzen. Wer hat's wohl gedacht? Ich hab's gedacht. Okay, erstmal das. Okay, kann er halt seine Verteidigung stärken, wenn er genug davon gegessen hat. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Dann kann. Also, wenn er sagen wir 2, 3, ich weiß gar nicht mehr, gegessen hat, zu sich genommen. Ja, ich wollte gerade meinen Reimangriff einsetzen. So, wo ich denke, okay, erstmal erzählen. So, kann er seine Verteidigung so stärken, dass, wenn er sich nicht schützt und ich ihn angreife, trotzdem nichts geschieht. Ich ziehe natürlich immer noch Schaden ab, aber er kann mich in dem Moment trotzdem angreifen. Aber die Computer sind halt darauf programmiert, dass wenn ich angreife, sich schützen. Und das auch auf Hodi so. Auch wenn er sich so viel mit Verteidigung gestärkt hat, verteilt er sich trotzdem. Und ihr seht, ich habe 2 Charaktere jetzt reingeschaltet. Wer es was einmal, ist ja klar. Ja, von erst warten. Ja, ja, danke, du bist jetzt mein Team. Ja, du auch. Ja, und so weiter. So. Ja, natürlich kommt noch eine neue Insel. Ja, ja, wir sind noch nicht hier fertig. Noch lange nicht. Ja, ihr seht, und zwar hier. Welche? Okay, ja. Ich will euch was zeigen, wie die Insel aussieht. Ja, hier. Aber da wollen wir noch nicht hin. Wieso? Wir wollen erstmal. Oh, nee. Erstmal so. Wir wollen erstmal hier hin zu der Insel, die wir vergessen haben. Naja, vielleicht habt ihr vergessen. Ich nicht. Denn ich habe mir sie aufgeschrieben. Also die Mission. Super Hi-Ha Battle. Ja, so wird's genannt. Oder Super Hi-Ha Battle. Irgendwie so. Sammle mehr Geld als dein Gegner. Und sammle 500 Berry. Ja, was kriege ich als Belohnung? Ja, können wir eh sehen. Geld. Ja, hab ich. Und wir können Charakter freischalten. Eine Frage jetzt an euch. Wenn da steht Hi-Ha, welchen Charakter kann ich wohl freischalten? Denkt nach, aber es ist wohl sicher, dass ihr es wisst. Wenn nicht, dann denkt noch mehr nach. So, wen sollen wir nehmen? Nehmen wir einfach hier Corby. Aber ich hoffe ihn. Nee, egal, nehmen wir ihn einfach. Welche sollen wir nehmen? Als Support nehmen wir einmal die hier, die kleinen Rackers. Den hier, der das. Seine Fähigkeit ist auch richtig mies. Ich sag's mal so, wenn er kommt halt zum also Moment, ja boah, die sind alle verrückt. Also wo war ich denn genau? Wenn er halt erscheint, da kommt so ein Zufallsprinzip. Entweder er kann mir LP geben, er kann mir keine LP geben. Ich glaube das. Ach so, ein Mensch, ist das okay. Wo war ich denn geblieben? Mann, jetzt hab ich wieder. Ich hab echt den Plan von. Genau, ich glaube neutral gibt es auch, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Und das dritte, was also sicher gibt, ist, dass er sogar mehr. Bam. So, dass er mir wenig LP abziehen kann. Ja, das gibt es auch noch. Das ist echt mies. Ja, das ist halt so. Kann auch nichts machen. Also, wenn man ihn halt nehmen und dann wirklich einsetzt, dann ja, es ist halt Glück. Wirklich nur Glück spielt dann eine Rolle. Nichts weiter. Boah, mehr Geld für mich. Mehr Geld. Ich weiß nicht, dass man hier die ein. Kommt her. Moment, ich will mal was gucken. Okay. Ich glaube, nur wenn die jemanden treffen, können die mir Essen geben. Also, das kann natürlich auch der Gegner einsammeln, aber. Naja. Jetzt setze ich mal meinen Geheimangriff ein. Ja. Genau, ich wollte er teleportiert sich zuerst. Okay. Ja. Bam. Boah. Wie zieht es ab? Wo er ist erschöpft. Er ist erschöpft. Okay, jetzt nicht mal einsetzen. Ihr seht zu, als Prinzip. Oh, das Gelbe kenne ich gar nicht. Ist es auch, was dran oder ist es irgendwas Boost? Muss ich abhalten? Ah, okay. Ihr seht jetzt krieg ich LP. Oder krieg ich. Ja? Hab ich gerade hier GP bekommen oder LP? Weiß gerade gar nicht. Das hat sich anscheinend, als habe ich. Komisch. Ja, ist immer noch da. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, den Arm werfe ich wieder hoch.
Nein, ich kann mich eh nicht schützen, stimmt. Oh oh. Oh oh. Ja, ja, was auch immer du gesagt hast. Und. Boah, haben sie sich gegenseitig besiegt? Oh nein, das war glaube ich hier Kizaru. Guter Supportcharakter, guter Supportcharakter. Boah, ey, dieser Kampf wird so eintönig. Ich hasse solche Kämpfe. Mit dem Sammeln das meiste Geld. Oder bitte, die halt zu einfach sind, zum Beispiel hier auch Münzzeit. Halt. Ist einfach nur nervig. Aber wie viel Geld habe ich? Echt viel. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Ein bisschen Abwechslung muss ich ja zeigen. Ja, einfach das zweite Mal wieder ein. Hat ja ich schon mal gemacht. Oder haben wir das ganze Geld von den Klauen? Boah, das ist so mies. Ich hab's mal hingekriegt. Ich glaube, das war bei dem ersten Berry-Battle, als ich halt Solo das gespielt habe. Dass ich. Also mein erster Gegner war ja Frankie, falls ihr euch daran erinnert. Ich habe sein ganzes Geld geglaubt, wirklich, jetzt ist nichts übrig, rein gar nichts. Das war so lustig, ehrlich, ich dachte nur, warum vertraue ich, wenn jemand gar kein Geld hat? Ja, nein, waren die ja genauso. Oh, oh oh, abhauen, abhauen, abhauen. Ja, dein Nase so, ah, als ob du Schnurrer bekommst, mein Gott, mit anderen sind. Okay. Okay. Frank, du bist meiner. Wie viele Sekunden habe ich noch? Eine? Dann schaffe ich es gar nicht mehr, ihn zu besiegen. Aber ich auch vier habe dann? Okay, vier. Oh, nicht Frank. Okay. Besiege ich alle? Okay, passt. Okay, soll ich ihn noch besiegen? Okay, ich glaube nicht mehr. Oh, ich hätte ihn aber beinahe. Naja, dann wäre er mit zum Schluss. Oh, was ist da unten rechts? Unten. Ja, doch, rechts. Ich weiß gar nicht, vielleicht bringt es. Das ist vielleicht eine zusätzliche Mission, aber ich weiß nicht, was sie uns bringt. Ja, Ivanko, du bist jetzt mein Team. Und ja. Damit verabschieden wir uns auch mal. In den nächsten Part, ich glaube es sind 2, 3, 4 Seiten, werde ich mich mit dieser Info befassen. Die andere werde ich erstmal außen vor lassen. Und ja, ich hoffe, ich schaue auch das nächste Mal. Erstmal mal Peace, damit der 2 weitergeht. Bis dahin, ciao.